Der erhält Professor Dr. Lars Castellucci das Wort für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Frau Lindholz, die Landtagswahlen stehen bevor und die Migrationspolitik wird wieder entdeckt von der Unionsfraktion. Das ist sehr vorhersehbar. Ich bin ja schon froh, wenn Sie keine Unterschriftenlisten wieder auslegen, wo man gegen Ausländer unterschreiben kann. Aber ich bin in der Sache, will ich Ihnen sagen, auch Herr Frey, wenn Sie das nicht ertragen mit den 16 Jahren. Wir mussten in den letzten Jahren mit Ihnen regieren. Und Innenpolitik unter CDU-Führung hat dazu gesorgt, dass wir ein Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatten, das schon überfordert war, als noch gar keine Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und damit mussten wir dann in der Krise von 2015 starten. Sie haben das völlig vernachlässigt. Stillstand auf der europäischen Ebene und dazu ausgrenzende Debatten in Deutschland, ausgrenzende Debatten, die Migration als die Mutter aller Probleme oder der Islam, der nicht zu Deutschland gehört, obwohl wir doch in diesem Land auf Zusammenhalt angewiesen sind angesichts der Herausforderungen, in denen wir sind, haben Sie immer spalterische Reden hier in diesem Parlament mitgehalten. Und ich bin froh, dass diese Art von Führung hier jetzt mal abgelöst worden ist. Schauen wir mal auf die Führung der Union. Das ist gerade abwesend, was uns immer das jetzt gerade sagen soll. Na, Sie haben diese Debatte hier beantragt. Sie haben diese Debatte hier beantragt. Am Wochenende hatten wir Wahlen in Italien. Dort kommen nun wahrscheinlich Postfaschisten an die Regierung, Menschen, die sagen, der Faschismus, auf den sind sie stolz. Das ist passiert, auch mit Unterstützung aus Leuten aus ihren Reihen. Ich sage Ihnen, wer Führung beansprucht, der braucht erst mal einen Kompass. Und der scheint Ihnen hier gründlich verloren gegangen zu sein. Und ich werde auch noch mal diesen Sozialtourismus aufgreifen, den Sie in die Debatte geworfen haben, und zwar sehr absichtlich in die Debatte geworfen haben diese Woche. Ich sage Ihnen klar, das können Sie Herrn Merz ausrichten, seine halbherzige Entschuldigung, die wird nicht akzeptiert. Denn das war eine kalkulierte Überschreitung einer Grenze, wie wir sie sonst nur aus dieser Reihe erleben. Und ich sage Ihnen, das ist keine Führung, sondern es ist eine Bankrotterklärung für christliche Politik, was man da erlebt hat. Eine Sache zum Thema Führung möchte ich einfach jetzt heute in den Mittelpunkt stellen, das ist das Thema Verlässlichkeit. Denn, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, das ist eigentlich im Kern das, was mir bei Ihnen fehlt. Worauf soll man sich eigentlich bei Ihnen verlassen? Wenn Sie jetzt ein klares konservatives Profil hätten, da wird man sich jeden Tag ärgern, aber da könnte man argumentieren und dann könnte man sich damit auseinandersetzen. Ich habe aber den Eindruck, Sie springen einfach munter, populistisch auf jedes Thema, von dem Sie den Eindruck haben, es könnte Ihnen helfen, Punkte zu sammeln. Und das ist unzureichend. Führung braucht Verlässlichkeit. Und deswegen macht diese Regierung das, was sie vorher angekündigt hat. Deswegen sorgen wir für stabile Renten. Deswegen sorgen wir dafür, dass Wohnungen gebaut werden, eine Sache, die sie Jahrzehnte bekämpft haben. Dafür sorgen wir für Einwanderung, ein Einwanderungsgesetz, das Sie jetzt eben hier reingerufen haben, als die Kollegin Nasser geredet hat, dass wir gegen ihren Widerstand in den Koalitionsvertrag reinstimmen mussten und dass wir dann gegen ihren heftigen Widerstand auch in diesem Bundestag verabschieden konnten. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wir sorgen dafür, am 1. Oktober steigt der Mindestlohn. Das ist verlässliche Politik und das ist die Führung, die dieses Land braucht. Und die Menschen können sich auch darauf verlassen. Wir werden alles tun, um Versorgungssicherheit bei der Energie in diesem Land sicherzustellen. Und wir werden dafür sorgen, dass wir niemanden in diesem Land alleine lassen. Deutschland, unser Land, ist mit Olaf Scholz und mit dieser Bundesregierung in guten Händen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen,